Das Zusammenspiel von Orchester und Chor zu perfektionieren, ist die Aufgabe des Dirigenten während der Proben. Sein geschultes Gehör ist dabei das wichtigste Werkzeug. Den Klang wissenschaftlich zu analysieren, ist Gegenstand der Musikwissenschaft. Und hier sind neben dem Gehör auch Mikrofon- und Computerwerkzeuge der Wahl. Es geht unter anderem darum, die einzelnen Klangkomponenten genau zu verstehen, physikalische Messwerte der menschlichen Wahrnehmung gegenüberzustellen. Ein Teilaspekt des breiten Feldes der Musikwissenschaft an der Uni Innsbruck. Generell wird alles, was mit Musik und deren Entstehung zu tun hat, mit verschiedenen Methoden wissenschaftlich aufgearbeitet. Dabei werden auch zeitgeschichtliche, kulturelle oder geografische Aspekte berücksichtigt. Man kann schwer sämtliche Aspekte berücksichtigen. Aber im Allgemeinen gesagt, natürlich, man kann ein Musikstück an sich analysieren, also die Struktur, die Klänge, die in diesem Musikstück vorkommen. Man kann natürlich den sozialen Zusammenhang analysieren, in dem dieses Musikstück gespielt, für den dieses Musikstück komponiert wurde. Also was für Stellung in der Gesellschaft haben die Musiker, die Musikerinnen, die Komponistinnen, Komponisten, aber auch das Publikum. Ist es das Musikstück für einen Konzertsaal im 19. Jahrhundert entstanden oder für die Aufnahme in einem CD in den 80er Jahren in der Popszene? Die Musikwissenschaft in Innsbruck arbeitet an verschiedenen Schwerpunkten. Dazu gehören Themen wie Volksmusik der Alpenregion, Musik und Politik, Musik und Bilder, Popularmusik, aber auch Exotischeres wie Musikkulturen Ozeaniens oder der Polarregion. Auch die methodische Breite ist sehr, sehr beeindruckend, weil da geht es um Archivforschungen, also historische Praktiken in der Musik hinterlassen, Notenmaterial, aber auch Dokumente, wer wo wann angestellt war, zum Beispiel als Hofkapellmeister und so weiter. Und es geht aber auch um Performance-Analyse. Ein Forschungsfeld widmet sich dem österreichischen Komponisten Gustav Mahler. Der hat in den Jahren 1908 bis 10 die Sommer in Toblach in Südtirol verbracht. Im Komponierhäuschen des Tränkerhofs hat er beispielsweise die 9. Symphonie erschaffen. In den Sinfonien von Mahler kommen oft Walzer, Ländler vor, Märsche immer wieder. Also alle Aspekte, die er erforschen kann, und zu sehen, wie Beziehungen zur sozialen Welt seiner Zeit zustande kommen. Mahler war auch ein Komponist, der in sich diesen Aspekt der pluralen Identitäten verkörpert hat. Die Forscher wollen auch wissen, ob und wie sich die bergige Umgebung in den geschaffenen Werken widerspiegelt. Man spürt die Wirkung der Berge natürlich nicht leicht ist, diese Spur irgendwie wissenschaftlich festzumachen, nicht? Weil man wird natürlich nicht die rechte Spuren in der Partitur finden. Aber gerade in einem Werk wie das Lied von der Erde ist dieses Thema spürbar. Also da geht in den Text um die chinesischen Berge, aber die Kollegin Pavlovic hat gerade gezeigt, wie da natürlich ein Spiel gibt zwischen den chinesischen Bergen in den Texten, die er vertont, und den Dolomiten. Es geht auch darum, mit Hilfe von Originaldokumenten den Entstehungsprozess eines Werkes nachzuvollziehen. Wie das Werk geworden ist, was wir jetzt vom Mahler selbst korrigierten Druckfassung kennen. Nicht? Also wir haben nicht alle Skizzen und Blätter, die er verwendet hat, aber in vielen Fällen können wir diesen Prozess rekonstruieren. Um den wissenschaftlichen Austausch zu verbessern, hat das Institut für Musikwissenschaft eine Kooperation mit den Gustav Mahler Musikwochen in Toblach. Intensive und teils fächerübergreifende Zusammenarbeit gibt es auch mit vielen Kultureinrichtungen in Innsbruck, was durch den gemeinsamen Standort im Haus der Musik jetzt deutlich erleichtert wird.